Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir, Pyronik. Heute ein Unboxing. Und zwar habe ich bei der Feuerwerksvitrine bestellt. Und auf der Verpackung steht Laurin. Grüße gehen raus. Du weißt, wer gemeint ist. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das Ganze mal auf. Warte mal. Da steht Use No Hooks. So, jetzt aber wirklich mit dem Cutter hier. So. Was man erkennen kann, ist schon mal schön viel Verpackungsmaterial. So. Oh, alles raus hier. Schön viel. So. Ja. Dann als allererstes Riesenwunderkerzen von Keller. Ich habe einfach mal diese zufälligen Wunderkerzen bestellt. Waren anscheinend die Riesenwunderkerzen von Keller. Dann einmal Silber Flash. Ich hoffe, man kann es erkennen. Von Bröckhoff. Eine Packung Schmetterling von Weco mit dem Kingsplay-Logo oben. Dann eine Packung XXL Magic Spinballs. Mitbestellt hat übrigens noch der Feuerwerkszünder und der Pyrofreak 27. Dann machen wir mal hier auf das Paket. Schauen, was drin ist. Wenn ich es gescheit aufbekomme. So. Einmal Feuerrix und zwei Packungen Feuerkreise. Alles von Feistel. Dann zwei Packungen Morning Glory. Ihr könnt übrigens in der Videobeschreibung mal auf die Kanäle von den Jungs gehen, die mitbestellt haben. Dann hier schon mal drei Packungen Feuerwirbel, beziehungsweise noch etliche mehr. Sieht man ja nachher in der Gesamtübersicht, wie viele Packungen das sind. So, was haben wir hier noch? Das Clown-Set Nummer 3 von Komet. Altes Warnzeichen und das Clownset Nummer 1, auch von Komet mit dem alten Warnzeichen. So, dann ist dieser kleine Karton hier drin auch leer. Dann kommen uns hier Flattermann entgegen, von Feistel wieder. Eine Packung Kometenknaller von Panda. Dann ein T1-Artikel, Rauchfackeln von Blackbox in Blau. Weiter geht's mit den Feuerkreisen von Keller. Auch noch ein P1-Artikel. Dann haben wir hier Wunderkerzen von Risa. Richtig schön alt. So, dann noch was Altes. Tolle Biene von Feistel. Kann man es erkennen. Und man sieht es ja nachher nochmal in der Gesamtübersicht. Zwei Packungen Glühwürmchen von Pyroart. Müssten die sein. Ja, ich habe recht. Dann habe ich mir Ghost Crackers bestellt. Diese zylindrischen Knallerbsen finde ich witzig. Dann haben wir noch eine Packung Feentanz. Müsste auch von Pyroart sein. Ja, ist von Pyroart. Ein Bengalfeuer in Blau von Nico. Die habe ich auch mal alle getestet.
Dann die Kondomverpackung, Drehrumbum. Das sind diese Feuerkreise, auch von Pyroart. Zwei Packungen Blitztürme von Leslie. Dann eine Packung Geistertanz. Das sind diese Feuerwirbel von Pyroart. Das Pyrofreak Set von Keller war es, also Fox Feuerwerk, glaube ich. Ich guck mal hinten drauf. Ne, Pyroart, Fox Feuerwerk. Eine Packung Flotte Biene mit dem alten Kellerwarnzeichen. Musste ich mir einfach bestellen. Zwei Packungen Knister Knaster, Crackling Bälle. Dann, wir sind fast am Ende schon. Ich versuch's mal hier rauszubekommen. Noch eine Packung XXL Magic Spinballs von Panda. Eine Packung Zwergenaufstand und in die Packung Zwergenaufstand ist noch Raucherschnee drin. Reingemacht worden von Moog Nico. Habe ich mir auch mal bestellt. Finde ich ganz cool. Aber auch nur für die Vitrine. So, dann, ich versuche es hier mal rauszubekommen, alle. 7 Packungen der Luftheuler. Hier von Xplode. Da haben wir alle mal ein paar mitbestellt, um zu schauen, wie die sind. Und ja, das war's dann auch. Noch ein bisschen Karton hier unten. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der Gesamtübersicht.